Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Hauptballon. Mit dabei Justin der Edle Herr. Hallo. Wir wünschen mal einen schönen Wochenstart in den Montag, in den schönen, wunderschönen Montag. Möge der Tag schnell vorbeigehen. Ich übrigens habe Frühschicht. Willst mitfahren? Beifahrersitz habe ich noch frei hier. Also rechts neben mir, links neben mir. Nee, geht leider nicht. Müssen wir so einen Mob besorgen, ne, dass du mitfahren kannst. Ja. Für kleine Kinder. Bist du auch angeschnallt? Ja. Ich hab meinen Kindersitz. Ach, sein Kindersitz dabei? Ja. Ja, das ja, war doch. Das war doch. Das war noch Zeit, ne? Kindersitz, ne? Ja. Ja. Vor allem so schön hart auf Dauer, ne? Ja. Ja, ich wollte nach dem Preis gucken. Ich glaube, mein Vierhändler ist ein besser Preis. Ich baue den Hof mal um, ne? Ja. Den Mist tauchen, wenn es geht, vorher leer machen. Ich mache ihn auch. Müsste eigentlich den kleinen Hänger nehmen vom Wangler. Ich weiß nicht, ob der Punkt. Ich komme mal kurz im Hof. Das Käserei. Achso, das ist die Mist. Hier ist ja so ein Punkt. So ein hier. Da wo du stehst, der Tacker steht. Ja, ich weiß. Ist das vielleicht für das Aufladen Mist oder gedacht? Weil der verloren ist? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Naja, weil da der Punkt erst da war, wo der Misthaufen da war. Ich glaube zwar auch nicht daran, dass es funktioniert, dass es so einfach wäre, Misthaufen aufzuladen und dann sagen, oh schön, 10.000 Liter. Oh. Wahnsinn, funktioniert. Dann kriegst du ja fast die 10.000 mit. Na, dann musst du einmal fahren. Fährst du zur BGA und verkaufst das da. Ah, okay. Bis gleich. Ah, übrigens, wenn die Kühe weiter scheißen, ne, auf 420 Stellen. Dann scheißen die weiter. Vorsicht, da steht ein Traktor. Ja. Ich überhole ganz einfach. Ja, das. Nicht, dass er um die Ecke kommt und sagt, oh, den habe ich nicht gesehen. Da steht ja ein Traktor, habe ich gar nicht gesehen. Ja, und ein paar Autos. Ja. So, ich mache mal Weitsprung. Ups. Ah ja, komm nicht hoch. So, dann würde ich sehen, was du damit verdienst. Mit dem Mist, ja, das wird natürlich sehen, den Preis. Achte mal drauf, wenn du verkaufst. Das würde ich dir überlegen. Würde ich nicht behaupten. Oder? Eine Preisliste? Vielleicht kann man 700 Euro. Wir sehen nur Stroh, Heu, Gras, Silage. Mist sehen wir hier nicht. Doch, Mist unten. 107. Ja, ich war gerade auf. Immerhin, für Stroh kriegst du noch weniger. Kriegst du nur 100 und um die 80, glaube ich. Ja, gut. Wir haben Stroh veredelt. Boah, Junge, jetzt kommt das Geld rein. Ja. Vier, drei. Oh. Naja, hättest du Stroh verkauft, hättest du weniger verdient. Ja. Oh. Diese Autos hier. Ja, die sind Katastrophe. Also die BGH ist schnell voll, muss man dazu sagen. Also wir müssen da echt überlegen, ob wir 7, 8 BGHs haben, ne? Nee. Dann weißt du, was du früh anfängst und abends aufhörst. Silage. Ich liebe Silage. Nee. Hab ich Albträume davon. Ich hab mich verfahren. Wollte schon sagen, du bist konnte gar nicht gehen. BGH fragt. BGH wollte ich auch gar nicht fahren. Wollte zum Vierhändler fahren.
Aber das hat aktuell 20 Euro mehr für eine Kilage. Pro Tonne. Ich will jetzt nicht rechnen, aber ein bisschen mehr ist es schon. Ja. Du brauchst ja auch Geld, ne, für einen Kuhstall, ne? Dann kannst du auch ein paar Kühe dazu kaufen. Ja. Macht ihr aber nicht. Wo landest du? Wo redest du lange mit den anderen Kühen? Und verkaufst du halt. Extra jetzt einen Viehanhänger kaufen, ist ja auch Blödsinn. Ja. Wenn der Stall noch viel Milch drin sein sollte, fängst du noch raus. Ist da nur minimal drin, ja, dann lass den Scheiß doch. Und die Gülle wegfahren, deswegen brauchst du auch nicht, das ist einfach, das lohnt sich auch nicht. Dann wirst du ja nicht fertig heute. Ich hab mal ein bisschen Geld verdient, ne? Ja, das war auch die Arbeit von drei Stunden, kann man sagen, ne? Teilweise. Mähen, pressen. Schade, dass es kurzfristig geht. Ja. Dann wäre das alles nebenbei gelaufen. Ich habe neulich mal deine Ehrenkraftfolge geguckt, ne? Da habe ich gesehen, dass Cosplay ja jetzt komplett anders ist. Ja, komplett anders. Du musst dich komplett umstellen. Das ist ja. Ich würde nicht sagen, dass das nicht schwierig ist, ist nur man muss sich nur dran gewöhnen. Ja. Und das ist auch nicht alles. Die Änderungen kommen noch weiter. Das ist ja mit jeder Version, die kommt, ändert sich noch was. Ja. Aber der Prinzip ist der gleiche wie vorher auch. Nur, dass du halt Helfermenü vom Spiel drin hast, ne? Mhm. Wenn Helfer CP steht, dann hast du halt den Kursplay-Fahrer drin. Also beim Ballenpressen und beim Mähen ist das eigentlich super. Oh. Nur wenn die Felder jetzt total unformig sind, wie in Elgrad, ist es teilweise für den Helfer schwierig, da die Kurse zu fahren. Also richtig. Aber jetzt ist es schon ein bisschen besser geworden. Das ist schon eine weitere Version, ne? Oh. Crash. Autofahrer weitergefahren. Obwohl der Autofahrer unschuldig ist, macht er die Flucht. Aber ich glaube, wenn der gegen den Traktor gegengefahren wäre, dann wäre das bei der Kiste hinüber. Ja. Ja. Nee, das ist schon. Weil jetzt ist auch mit der neuesten Version das mit Autodrive zusammenarbeitet. Ne? Also rein theoretisch, wenn es funktioniert, kannst du jetzt auch Silage fahren. Mit Kursplay. Also Sammelprinzip zum Silo bringen und zurückfahren. In der Theorie wäre das so. Ob es funktioniert, das ist eine andere Frage, wollen wir mal testen. Und da baue ich den Hof auch um. Hast du schon gesehen? Also das kommt ab Donnerstag, glaube ich. Donnerstag. Da baue ich den Hof um. Angefangen jedenfalls. Habe ich da, fertig werde ich noch lange nicht, aber wie gesagt, angefangen. Morgen mache ich noch eine Folge für nächste Woche und dann habe ich das den Hofumbau erstmal abgeschlossen. Also im Groben. Ich will dieses Hofpack von dem Bayern-Pack da hier. Ja, das passt ein bisschen besser zur Karte. Obwohl ich auch nicht alle Gebäude nehmen werde, abgesehen. Aber Stück für Stück, das hält dann auf, ne? Brauchen wir jetzt die Lage für die Kühe? Wollen wir eine Station machen? Naja, das Problem ist das folgendes. Wir haben ja noch viele Heuballen da, ne? Ja, und viele Strohballen. Ja, und das Problem ist, wenn wir umziehen, wir können die Ballen so schlecht mitnehmen. Das ist umständlich.
Und dann wäre das klüger, wie viel verkauft jetzt die Silageballen. Geld kannst du ja leichter mitnehmen und du verfütterst die Heuballen halt nach Möglichkeit. Weil das kriegst du auch nicht verarbeitet, das kannst du mir glauben. Da sind so viele Heuballen da, die kriegst du nicht weg. Und die Strohballen, naja gut, auch nicht, unwahrscheinlich. Ja. Und wegen Strohballen jetzt verkaufen fahren, das lohnt sich fast nicht, weil ihr fast nichts verdient. Dienst. Mhm. Sei denn, wir haben Zeit näher, dass wir das machen können. Also ungefähr, schätze mal, Februar ungefähr ist der Umzug dann soweit. Schätze ich mal, ganz grob. Weiß ja nicht, wann er die Karte freigibt. Mhm. Aber er, wie er sagt, in 14 Tagen will er das auf sein Spielprinzip das schon mal testen. Nein. Und dann dauert das ungefähr noch weitere 2 Wochen, bis es endgültig durch ist, weil er muss jetzt auch soll ja auch funktionieren. Meistens beim Spielen findet es noch 1-2 Fehler, die man dann die er dann korrigieren möchte. Das ist so. Aber wir haben ja auch noch zu tun. Wir haben ja noch ein paar Felder zu ernten und das zu verkaufen und die Produktion soll ja auch leer verkauft werden, in Möglichkeit. Ich möchte ja das Geld gerne mitnehmen, also das wir jetzt im Prinzip erarbeitet haben. Das wird auch entsprechend das verrechnen können, ne? Palettenverkauf, denk dran, ne? Ja, ich weiß. Ich versuche. Dass wir dann einen hinsetzen, ne? Ja. Weil dass wir, dass wir unseren Honig auch verkaufen können, ne? Ich dachte, die Bienen umsonst was hinscheißen, ne? Ja. Naja, die scheißen ja nicht, aber ist ja ein bisschen Kleingeld, ist es ja auch, also. Jetzt schön rein Blütenhonig vom Raps. Oh, das schöne Geld. Oh. 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 Ich glaube, wir wären gerne dabei gewesen, ne? Zuschauer wollen es gerne sehen, sowas. Zu spät, ne? Zu spät, ne? Also noch kannst du gucken. Der hob sich gerade aus wie sonst was. Ich komm mal bei. Hätte ich ja vielleicht meine Spritze aus dem Kuhstall geben. Hey. Hey. Was passiert? Weg ist der Hof. Oh. Gleich mal komplett anders. Wegräumen hier. Sie halten nichts. Ja, so. Spul vor. Auch morgen früh, hell ist. Wir wollen was sehen. Ja, warte. Wir machen Schlafen mit Stelle. Gut, mach Schlafen, geht auch. Ich schlafe mit Strohball in der Hand. Super. Was ist in meinem Wald? Der ist hart gepresst, du. Ja. Noch ein bisschen. Ja, mach's helle. Ja, ist dabei. So passt. Wir haben Winter, ne? Ja. Der meldet Schnee. Hm. Wundervoll. Dann weißt du, was Räumen heißt, ne? Ich räume so gerne Schnee. Hast du gerade betoniert hier? Ich betoniere gerade. Wahnsinn. Und ich stehe hier drauf. So. Ich habe so schön gestapelt.
Schick. Was hier passiert? Ja. Die Halle ist ja auch weg. Die Halle ist ja auch weg. Ja, die kommen woanders hin. Aha, hab gleich gesehen. Ein Wunder ist geschehen. Ein Gebäude steht hier. Drei Melkroboter. Wollen wir jetzt die große Konkurrenz ausschalten hier? Ja. Wahnsinn. Weißt du, was so ein Stall in Wahrheit kostet? Um die 30, mehr als 80.000. 3 bis 5 Millionen ungefähr. Je nach Ausstattung. Das Tor geht auf. Ein Wunder ist geschehen. Stimmt, die Halle war hier vorne mal gewesen. Oh nein, was sieht aus hier? Scheiße, so viele Geräte, ne? Oh nein, du hast den Anhänger eingebaut. Welchen Anhänger? Unsere Giftspritze. Gut, dass ich immer gut gefrühstückt habe. Ja. Wo sind die Kühe? Noch nicht da. Die brauchen hier fehlen nämlich noch eine Halle, weißt du? Auch unter Mistplatz, ja. Unser Misthaufen bitte nicht vergessen, ne? Ja. Du weißt, mit Mist können wir viel Geld verdienen. total. Vor allen Dingen bist du beschäftigt. Ich fahr Scheiße den ganzen Tag. Okay, ich weiß wohl mit dem Mistplatz. Steht nur was im Weg. Du bist unsichtbar. Nein. Tiere 0, Milch 0, Stroh 0, Gülle 0. Das sind nur Nullen. Wir haben nur Nullen. Ja. War die Birke schon immer bei uns drin gewesen? Ja. Und hast die Birken bei mir gestellt? Nee. Das ist ein Schrupp. Ist ein Schruppbaum für unsere Kühe. Genau. So, wo ist der Traktor? Wollen wir wissen. Steht ein KI-Fahrzeug im Weg. Aha! Ja, ich hatte doch kleiner geworden. Wer ist kleiner geworden? Die Einfahrt. Naja, das habe ich gesagt, wenn wir warten, bis zum Marsch kommt. Na gut. Macht ja nichts. Unser Hof ist zu klein. Die Fläche ist zu klein. Der Hof ist nicht so klein. Die Fläche ist zu klein. Dadurch ist der Hof auch zu klein. Naja, die Betriebe sind so dicht beim Bau, aber die kannst du jetzt nicht abreißen, dann gleich. Weil das wäre nämlich äußerst blöd, wenn du jetzt abreißen würdest. Weil. Das wäre ärgerlich, weil die voller Güter sind, ne? Ja. Erstmal noch Tiere kaufen. Nee. Die Halle wäre nicht so wichtig. Also wichtig wäre mal, dass der Stall zum Laufen geht und kommt hier. Ja. Dass wir die Milch und die Kühe hinkriegen. Also, dass wir da die Milch unserer Molkerei haben. Die gute Butter für die Bäckerei. Wenn da die Butter fehlt, dann haben kein Brot, kein Kuchen. Schlimm. So. So, jetzt haben wir da angemessen Abfall. Haben jetzt 80 Kühe? Nö, 100. Ach so, passt. Dann haben wir Platz für den Nachwuchs. Ja. Das ist halt ärgerlich bei den Stall, mit 45 hast du keinen Platz für Nachwuchs.
Tust du gerade Zauber? Nein. Du kannst gern Traktor nehmen und hier rangieren. Und nicht tricksen hier. Ich trickse auch nicht. Ich auch nicht. Cool, cool. Ich komme mit Stroh. Wollt schon Milch holen, ne? Wir haben schon mehr Gemüse da. Wundervoll. Kannst wieder verkaufen. Mit Stroh ist weg. Ist im Stall drin, ist eh gar nichts. Jetzt noch nicht mal den Vorrat. Das ist logisch, dass ich nicht voll sein kann, aber ich dachte, ich muss noch mühsam ausleeren. Dann ist schon weg. Ja. Na, voll kann auch nicht sein, das ist ja größer wie die anderen Stelle. Naja. Übrigens, weil ich keine Arbeit habe, 80 bei Ihnen, ne? Ja, sag mal, wie lange geht die Folge im Strom? Oh, 24 Minuten schon. So, ich auch. Liebe Zuschauer, das war schon gewesen für heute. Leicht überzogen. Entschuldigung dafür. Sag mal, tschüss, ciao. Danke fürs fleißig reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Ja, wenn Spaß macht, dann läuft halt durch, ne? Tschüss. Tschüss.